Ja, und wir sind wieder. Willkommen zurück. Wir haben einen wunderschönen dicken Bohrer zerlegt mit diversen kleinen ekelhaften Viechern. Hier schaut es relativ easy aus. So, können wir auch nicht mitnehmen. Bin ich mal wirklich voll bestückt? Ja gut, Munition kann man natürlich immer gebrauchen, aber Medipacks, dass ich mal so gut dastehen mit Medipacks, das hätte ich nicht gedacht. Könnte hier immer so weitergehen. Der Highspeed-Aufzug wieder mal. Das schaut wieder so nach Krabbelfiechern aus. Bleibst du liegen? Bleibt ihr generell liegen? Okay, die EN-Wandler können wir mitnehmen. Schaut ja relativ relaxed aus. Gut. Das schaut mir so ruhig aus. Was zum Henker ist das? Schlechte Nachrichten. Das ist es. Wunderschön, oder? Die Wissenschaftler nannten es. Sie glauben, dass die größeren Exemplare als Leiter des Kontrollsignals der Maschine fungierten und dieses Signal an die kleineren Exemplare sendeten. Und wie bringt uns das weiter? Mhm. Ich glaube, dass sie die Maschine gefunden haben, indem sie den Signal upstream durch Nervennetze im Inneren der Kreatur nachgefüllt haben. Moment mal. Wir sollen in das Ding reingehen? Ja! Ist es nicht eine wunderbare Chance? Wunderbare Chance. Das Scheißvieh ist tiefgefroren. Ja. Die Wissenschaftler haben Wärmetauscher verwendet. Ihr habt definitiv eine an der Waffe. Nein, bringt nichts. Wahrscheinlich gibt's auf dem Dach einen Ofen. Wenn ich ihn finde, bringe ich ihn auch zum Laufen. Isaac, sei vorsichtig da oben, ja? Ja, tun Sie sich bloß nicht weh. Mhm. Und jetzt? Jetzt darf ich ja doch da rein. Gut. Sag mal, Leute, warum muss ich immer die Scheißarbeit machen? Persönliches Log, Dr. Earl Serrano. Das Nexus-Experiment ist, ja, einfach unglaublich. Wir fanden zwei fast unberührte Exemplare und die Crews arbeiten rund um die Crew. Möchte ich das wissen, was ihr für kranke Ideen habt? Wir lernen so viel über die Kommunikation dieser Necromorphs. Ja, ihr habt's doch einer an der Waffe. Stase-Pack ist voll, die Upgrade-Platine sind total voll. Scheißdreck. Anzugstation, vielleicht können wir den ja ein bisschen pimpen. Was? Archäologie, okay. Rig-Upgrade. Haben wir schon. Da, Luft-E. Was haben wir hier noch? Panzerung, auch gut, immer her damit. So, den können wir uns nicht leisten. Was haben wir hier? Schaden, Reichweite des Genesemoduls, Stase-Energie. Okay. Weiter. Was haben wir denn hier noch alles? Nee. Oh, da können wir noch ein bisschen was. Zap. Reichweite, sehr schön. So, gut. Nein. Boah. F. So. Weiter geht's. Hier ist der Aufzug. Gut. Medipack voll. Somatgel. Gut. Dann fahren wir doch mal ein bisschen mit dem Aufzug. Mit dem Highspeed-Aufzug. Oh, der ist tatsächlich ein bisschen schneller. Ich hoffe, es geht hier raus. Na? Hallo? Aufzug! Hallöchen! Ja, spinnst, wo ist denn das? Ein Timbuktu oder was? Über den Wolken? Großes freies Feld. Blöd. Sau doof.
Hier ist eine Tür. Okay. Was? So, noch einer. Ich darf ja rumholzen. Ich habe ja genug Muni. So nicht. Noch einer. Muss ich das Ding jetzt mitschleppen oder was? Erstmal hier die Kiste raus. Wo? Hat sich doch gerade was verkrümelt. Wo bist du? Ich weiß, dass du da bist. Sag ich doch. Ich kenne euch Drecksviecher doch mittlerweile. Okay, da kommt noch einer. Ey, ihr blöden Mistviecher. Verpisst euch doch nicht immer. Nee. So, das können wir endlich mitnehmen. Dann würde ich mal sagen, hier rauf, weil da oben Community. So. Was haben wir denn hier Schickes? Oh, wie süß! Na? Noch mehr aus dem Maul. Du da? Okay, kannst du auch haben. Lüftung. Was haben wir hier? Noch eine Kiste, die kommt mal hierher. Okay. Ich weiß aber immer noch nicht, wo ich jetzt hier lang soll. Das ist, glaube ich, bloß eine Abkürzung. Aber die Batterie werden wir wahrscheinlich woanders benötigen. Ich würde mal sagen, jetzt schauen wir mal hier hoch. Oder hier lang. Was wir dann hier benötigen. Ah, okay, da komme ich nicht durch, deswegen. Hey, ich habe den Ofengenerator gefunden. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich hinkomme. Verstanden. Ja, gute Frage. Vor allem, was es mit dieser Batterie auf sich hat. Das würde mich jetzt schon mal interessieren. Ich würde mal sagen, wir nehmen die mal mit. Vielleicht brauchen wir sie ja noch. So. Ja. Hallo, Batterie. Ja, Mist. Da ist sie. Können wir die zufälligerweise raufschmeißen? Scheiße. Ich glaube, das war nicht geplant. Zumindest nicht so. Dann muss ich doch erst runter gucken. In der Hoffnung, dass wir die doch nicht brauchen, wenn ich sie schon so sinnlos wegschmeiße. Okay, dann runter mit dir. Okay. Scheiße, wir brauchen die Batterie. Fuck. War ja fast so klar wie Kloßbrühe.
Okay, wieder rüber, in der Hoffnung, dass die noch da ist. Ansonsten... blöd. Jetzt geht's mal aus dem Weg, ihr blöden Leichen, das gibt's ja nicht. Dass die immer im Weg liegen, das... Nee. Oh, leck mich, ich stürm mich hier oben. Aber es sieht gut aus. Oder auch nicht. Ah, doch, es sieht gut aus. Puh, Dusel gehabt. Nein! Oh, ihr Drecksviecher! Mann! Wegen euch Pennern ist genau jetzt die Batterie hier flöten gegangen. Dann mache ich das jetzt gleich so. So. So, jetzt halt. Fuchsendicke. Na komm. Na? Fall um. Noch einer. Zap. Na? Noch wer? Hoppt sie immer noch nicht genug? So. Das ist sehr schön. Jetzt liegt das Ding genau vor dem Eingang. Genau da, wo ich haben will. So, jetzt werden hier oben aber wahrscheinlich auch nochmal welche kommen. Das wäre ja sonst zu einfach. Auch wenn die hier oben schon alle Ungenietes haben. Ne? Okay, dann kommt hier oben keiner mehr. Auch gut. Dann habe ich hier wenigstens meine Ruhe. So, das Ding müsste doch eigentlich hier irgendwie durchpassen. So. Hallo, blöde Kiste. Ja, also geht doch. Oh, ist sogar schon drin. Okay, der Ofen ist an. Sehr schön. Mama! Rauf hier. Und jetzt? Ofen ist an. Muss ich jetzt wieder zurück oder was? Ja, muss ich. Boah, der Sturm, der wird immer schlimmer hier. Der wird immer schlimmer. Ich habe immer noch keine Antwort von denen. Lasst mich in Ruhe. Tut ihr mir nichts, tue ich euch nichts. Na? Jetzt. Isaac, ist alles in Ordnung? Hey. Danke, dass du dich nicht von Robert provozieren lässt. Ich doch nicht. Norton meint nur, ich bedeute Ärger in vielerlei Hinsicht. Aber ihr braucht mich für die Mission und darum bin ich hier. Und, naja, ehrlich gesagt hatte ich gehofft... Ellie? Ist das Isaac? Wie schön. Plaudert ihr nett, ja? Ja. Er sagt, dass er die Ofenanlage in Gang gebracht hat. Er ist jetzt auf dem Rückweg. Isaac, wir sehen uns bald. Ich hoffe es doch. Allerdings, bevor wir jetzt hier wieder raus spazieren, würde ich mal sagen, machen wir hier wieder einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.